Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Stammtisches. Als Gäste heute, wie immer, mein lieber Gotthilf Fischer. Dann Tina Trost aus Heilbronn. Sie ist Kosmetikerin und Sachverständige für Permanent Make-up. Dann Aljoscha Konter aus Stuttgart, Musikstudent und Sänger heute bei uns. Dann Ari Lipinski, herzlich willkommen. Du bist gar nicht weit angereist, du kommst auch aus Stuttgart. Und zwar gehörst du mit zur Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Stuttgart und bist Israeli, kann man sagen. Israeli, kann man sehr wohl sagen. Genau, das kann man sehr gut sagen. Und wirst Shalom. Uns Shalom. Dann Thomas Aurich aus Heilbronn, Gastronom und auch Sachverständige für Gastronomie. Und natürlich, wie immer, bist du auch unser Heilbronn-Experte. Jetzt komme ich einfach mal zu Aljoscha. Ich komme mal zu dir rüber. Ne? Ich sage das jetzt einfach so, weil ich es empfinde. Ne? Du siehst so unglaublich hübsch aus. Wie ist es mit den Mädels? Die mögen dich wahrscheinlich auch alle ziemlich, oder? Ja. Ja, oder was sag ich jetzt? Das nicht, oder ich sage ihm was Neues. Ne? Genau. Nee, wie ist das, wenn so eine harte Mädels zu dir kommt und du bist auf der Bühne? Das schmeichelt doch auch total, oder? Das schmeichelt natürlich schon, aber ich glaube... Legt es dich nicht ab von der Musik? Nee, ich glaube, ja, die Mädels, die mich vielleicht mögen, die sind 13, 14 und das sind halt Mädels. Aber ja, ich glaube, jetzt hast du eine, die älter ist. Ja, na, klar. Ich kann leider nichts dazu sagen jetzt. Nee, sagen wir auch nicht. Nee, cool. Deine Texte schreibst du alle selbst? Also ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, na, die Musik gefällt mir gut, dann nehme ich den Text und das gefällt mir gut von Dieter Bohlen vielleicht. Nee. Nix, okay. Nee, die Texte werden alle selber geschrieben. Mhm. Wobei ich bei der Musik, die Musik wird irgendwie gemacht im Proberaum bei mir mit noch ein paar anderen Menschen, die mich auch irgendwie unterstützen. Zum Beispiel zum einen Roberto Vitacca, der ein Studio hat und mir das auch alles irgendwie ermöglicht, da Kreativität auszuprobieren. Und er ist dann auch ein großer Bestandteil von dieser Musik, die dann quasi entsteht von Aljoscha Konter, diesem Projekt. Okay. Genau. Bist du in der Stuttgarter Musikszene schon integriert? Vielleicht noch nicht ganz. Im Mai hatte ich eine Tour in Deutschland. Das waren irgendwie so 6, 7 Konzerte in Stuttgart. So eine kleine Tour, die hieß Stuttgart macht reich Tour. Das war ein bisschen so... Ja, ironisch, aber also das Ganze hat auch jetzt erst angefangen quasi, dass ich alleine unterwegs bin, jetzt 2014. Also mit Band? Alleine. Alleine? Genau. Nur die Gitarre, die Mundharmonika, ihr drei und genau. Es sei denn, es kommen größere Gigs bei irgendwelchen Festivals oder so, da muss man natürlich schon die Band mitnehmen. Ach, schön. Ja, doch. Und wer managt dich? Also dieser Besagte? Genau, der Thomas Steffen. Thomas Steffen. Genau, und dann bin ich auch noch bei einer Booking-Agentur, die heißt Knopfloch-Booking. Mhm. Ja, ist auch schon auch ganz, ganz schön eigentlich, dass die mir da alle irgendwie unter die Arme greifen. Toll. Ja. Und jetzt danke ich dir, dass du da bist. Sehr gerne. Freue mich, ich darf ihn neben ihm sitzen. Ne? Freue mich auf deine Musik, da werde ich mich jetzt dann verziehen und lass dich dann mit deiner Gitarre und deiner Mundharmonika alleine. Okay. Und wir dürfen deine Musik genießen. Herzlichen Dank. Ja, ich danke. Ja. Auf jeden Fall. Selten was versucht. Öfters nur geflucht. Und wenig kapiert. Und immer nur frustriert. Gehen und wieder kommen. Weitermachen macht wenig Sinn. Es ist nicht fair, doch ich nimm's.
mir ist bei diesem Gespräch heute bewusst geworden, dass es uns sehr gut geht und dass ich so dankbar sein darf, dass wir hier keinen Bombenalarm haben müssen und dass man auf die Straße gehen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man erschossen wird und dass unsere Kinder frei die digitalen Medien genießen dürfen und überhaupt, also man weiß es gar nicht zu schätzen, erst wenn man damit konfrontiert wird. Ja. Aber wie ist das, Ari, seid ihr nicht auch froh, dass man diese neuen Social Medias, dass man sie benutzen kann, um mehr zu erfahren, dass nicht vieles unter dem Teppich bleibt, sondern doch mehr jetzt noch nach oben auch gelangt? An die Öffentlichkeit? Ja, das kann man von Israel bestimmt sagen. In Israel ist das ganze Thema von Hightech seit ein paar Jahrzehnten ganz groß geschrieben. Und die Leute, die jungen Leute tauschen sich sehr intensiv aus. Und wenn wir sagen, die junge Leute, die in Facebook sind, können auch 90 Jahre alt nach dem Pass sein. Wir haben einen ganz jungen Staatspräsidenten, der ist diese Woche aus dem Amt ausgeschieden, Shimon Peres, und hat seine chinesische Facebook-Seite uraufgeführt, erst vor einem halben Jahr. Da waren 50 Millionen Menschen mit ihm am Chat. Also die Netzwerke, die Social Media ermöglichen bestimmt mehr Austausch. Und da ist die Frage, können wir über Schule, über Eltern dafür sorgen, dass die Jugendlichen die positiven Netzwerke sich aussuchen und nicht problematische Stellen? Das wird es immer geben, auch beim Fernsehen. Als es mit Fernsehen angefangen hat, musste man auch überlegen, was ja und was nicht und wie viel dosieren. Und heute sagen die Leute, die ein paar Tage älter sind als die Schüler, vielleicht wäre das nicht so verkehrt, wenn die Schüler nicht nur per Handy miteinander kommunizieren. Vielleicht sollten sie auch einmal lernen, 2 Stunden nebeneinander sitzen, wie wir das hier machen, und einander in die Augen schauen und austauschen und zu schätzen wissen. Und dass das auch per Augenkontakt und nicht nur per SMS läuft. Also Übertreibung von jedem Media wäre nicht zu wünschen. Aber so können Leute über die Landesgrenzen hinaus, über die Landesgrenzen hinweg, auch vom anderen lernen. Also wir haben uns vor der Sendung ausgetauscht über Musik und da war sofort Kontakt und Aljoscha hat sich gefreut über Musik aus Israel und wir freuen uns und haben genossen seine Musik. Mein Sohn wird von mir seine E-Mail bekommen, apropos Social Media und Medien überhaupt. Und die jungen Leute werden sich über das Musikalische austauschen. Mein Sohn hat mit Schlagzeug zu tun und das ist ein wunderbarer Gitarrist. Musik ist eine internationale Sprache. Ein Sänger kann das bezeugen. Genau, ja. Aber ist das nicht so? Also jetzt, ich habe jetzt auch festgestellt, die Musik von Aljoscha, das kann Frieden stiften. Musik kann Frieden stiften. Und ich glaube auch, dass es beim Sport so ist, dass eine Fußball-WM, ich habe vom Theo Zwanziger mal einen Vortrag gehört, der gesagt hat, du kannst lange darüber diskutieren, ob du in ein Land gehst, das jetzt nicht unsere Regeln spielt, aber wahr ist, dass das Land sich danach verändert hat. Das heißt, auch der Sport bringt den Frieden. Und eigentlich will ich dir noch mal eine Frage stellen, Ari, weil du vorhin gesagt hast, ja, zu viel mit dem Handy. Ich bin einer von diesen Heavy-Usern, sagt man auf Neudeutsch, immer das Handy in der Hand. Aber wir haben doch Jahrzehnte, Jahrhunderte, je nachdem, um welchen Konflikt es gerade geht, Zeit gehabt, miteinander zu reden. Jetzt gibt es plötzlich ein Social Media, ohne Namen zu nennen, welches. Und nachdem es dieses gab, habe ich jetzt aus den Medien festgestellt, Marokko hat sich verändert, Algerien hat sich verändert, Ägypten hat sich verändert. So, und deswegen glaube ich, dass wir das Social Media gerade in diesen Ländern brauchen. Die Frage ist nur, warum passiert im Gazastreifen nichts mit Social Media? Oder warum führt es dort nicht zum Erfolg? Also ich glaube, du sprichst etwas ganz Wichtiges an. Wir haben ja gesehen, dass in manchen Ländern die Regierenden versucht haben, Social Media zu verbieten, weil es ihnen nicht so gepasst hat, wenn junge Leute sich frei austauschen. Wenn es etwas gibt im Zusammenhang mit dem, was Gottfried vorhin gefragt hat, was führt zu Hass, aber das wissen wir nicht, aber was wir wissen, dass Menschen bewegt, das ist das Streben nach Freiheit. Und das konnte noch kein Regime auf der Welt
länger unterbrechen oder unterjochen oder unterdrücken. Und von daher setze ich, wie du, auch darauf, dass gerade diese neuen Möglichkeiten jungen Leute auch in Gaza, auch anderswo, zu mehr Austausch miteinander bringen werden. Die Werkzeuge sind da. Jetzt brauchen wir einige, die das noch verstärkt einsetzen. Und ich glaube, dass es da noch einen Aspekt gibt. Viel mehr Leute sprechen jetzt Englisch. Egal, ob sie aus China, aus Gaza, aus Israel oder aus Deutschland sind. Es gibt über diese Medien sehr viel Kennenlernen. Und ich denke, Kennenlernen wird bestimmt ein Beitrag zum Frieden sein. Sehr schön. Ich danke dir, Ari, ganz herzlich. Ich danke euch. Ja, Tommy, du hast auch sehr viel mit jungen Leuten zu tun, mit Schülern, mit Studenten in dem Sinne. Und wie empfindest du junge Leute? Du hast jetzt Aljoscha auch kennengelernt. Wie kommen Sie oder wie begegnen Sie dir? Für mich ist Jugend immer inspirierend. Und wenn ich mit Menschen meiner Altersklasse zusammen bin, dann ist man relativ schnell beim nicht mehr so funktionierenden Ellbogengelenk oder schlimmeren Themen. Und das passiert mir bei jungen Menschen deutlich weniger. Und das motiviert mich auch, dazu zu hören. Und junge Menschen werden sehr gern vergessen in unserer Gesellschaft. Wir müssen immer wissen, dass jetzt so um mein Alter rum, das war noch vor dem Pillenknick, das heißt geburtenstarke Jahrgänge, wir werden irgendwann einen halben Rentner, die nachfolgende Generation, einen halben Rentner ernähren müssen. Das wird 2040, glaube ich, soweit sein. Bald sind mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten über 60. So, das heißt, wir müssen eigentlich einen Minderheitenschutz für die Jugend machen. Die sollen aber unsere Renten bezahlen. Und deswegen muss man denen auch zuhören. Und das ist mir ganz wichtig, auch in meiner Arbeit im Gemeinderat von Heilbronn, dass ich sage, lass die doch Party feiern. Was soll das? Die müssen ihr ganzes Leben arbeiten. Die haben es ein bisschen härter, als wir es haben, weil im Schnitt werden sie nicht so viel verdienen wie ihre Väter und schon gar nicht so viel wie ihre Großväter. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also wir haben jetzt dank Dieter Schwarz, unserem großen Stifter, die Hochschulen in Heilbronn enorm ausgebaut, von heute auf morgen. Wir werden bald 10.000 Studenten in Heilbronn haben. So, jetzt kommen die Studenten auch, Organisationen fragen, wie würdet ihr denn den Neckar beleben, beispielsweise. Das wissen wir doch schon 30 Jahre, dass dieser Neckar unser höchstes Gut ist. Ne? Weil in Heidelberg plätschert der Neckar vorbei, in Mannheim rein. Und Neckar kann man auch nicht so greifen, in Karlsruhe plätschert der Rhein vorbei. Und in Stuttgart auch der Neckar irgendwo. Und wir haben es mitten in der Stadt. Und die sagen uns, warum habt ihr das denn nicht gleich gemacht? Ja, das ist doch ganz einfach und es kostet da gar nicht so viel Geld, mehr Leben hinzubringen. Das ist nur ein Beispiel. Und, oder plötzlich Basketballplätze. Da kommen 20 junge Menschen in der Kneipe auf mich zu und sagen, hey Tommy, wir müssen mit dir reden. Warum ist dieser Basketballplatz abgeschlossen? Und dann sagen die, hey, es gibt so viele Leute, das ist ein Problem heutzutage, viel diskutiert in den Medien, die vorglühen. Das heißt, aus Amerika gelernt, die gehen gar nicht mehr ins Lokal und trinken dort, sondern trinken halt eine Flasche Wodka zu viert, vorher auf Ex, habe ich selbst erlebt bei einer Veranstaltung. Ich war vollkommen perplex, weil ich normalerweise in dem Bereich nicht so unterwegs bin. Und wenn dann 20 junge Menschen circa zu mir kommen und sagen, hey, der Basketballplatz muss aufgeschlossen werden, dann muss ich gucken, ist das ein neuer Trend? Muss ich den aufschließen? Muss ich meine Stadt bitten, meine Verwaltung, den aufzuschließen? Muss ich gucken, wie wir es jetzt in Böckingen versuchen, dass wir einen weiteren Basketballplatz dazu bekommen? Weil das sind ja die positiven Beispiele. Wenn die eine Möglichkeit haben, dort Sport zu machen und sich zu entfalten, werden sie im Zweifel auch auf die einwirken, die aus Langeweile vorglühen. Und dann wird das Vorglühen auch nicht mehr schick sein. Und da müssen wir dabei sein. Und ich gebe mir ein bisschen Mühe dafür. Und für mich ist es auch noch sehr inspirierend, weil ich sehr viel lerne, wenn ich mit meinen Studenten unterwegs bin. Und ich zeige dann meinem Handy, ne, da drin, guck mal, das Bild habe ich jetzt gesehen, war ich beispielsweise jetzt in Litauen, ja, und habe wieder viel gelernt in der Gastronomie, ich mache da immer so Studienreisen, dann ziehen die ihre Handys raus und haben da auch Beispielbilder dazu. Und dann tauschen wir das aus und plötzlich haben wir das Wissen verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Und das schaffe ich mit dem Handy und das schaffe ich mit jungen Menschen, unabhängig vom Alter, aber geistig jung. Man kann auch mit 90 noch ein Handy gut nutzen. Und das ist für mich ein Jungbrunnen, den ich sehr genieße. Und in Heilbronn mit den wachsenden Studentenzahlen wird es immer besser. Wir werden jetzt eine ganz, ganz, ganz junge Stadt und da freue ich mich sehr drauf. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Landgasthof Krone in Ilsfeld-Auenstein.